gestartet mit der Klimakonferenz für Ports. Die haben wir letztes Jahr im September veranstaltet. Da ist die Idee entstanden, eine ganze Klimawoche für Ports zu organisieren. Die Klimawoche steht unter dem Motto Gutes Klima für Ports. Und dabei geht es uns nicht nur um das Klima im Sinne der Umwelt, sondern es geht uns auch um ein gutes Klima zwischen den Menschen in Ports. Schönes Wetter heute und so nette Leute. Der Höhepunkt der Klimawoche ist jetzt heute der Tag des Fädels und da haben ganz viele Akteure aus Ports mitgemacht mit Info- und Mitmachständen. Ports ist sicherlich nicht unbedingt bekannt für seine Klimaszene und was wir erreichen wollten mit der Klimawoche ist zu zeigen, auch hier in Ports gibt es schon ganz viele Leute und ganz viele Einrichtungen und Vereine, die schon was tun. Wir können uns gemeinsam hier fürs Klima engagieren und gleichzeitig aber auch die Menschen in Ports zusammenbringen, uns gegenseitig kennenlernen, Vorteile abbauen, sehen, dass wir gemeinsam stark sind und gemeinsam was schaffen können. Applaus! Mein Name ist Katja Niet. Ich habe hier bei der Potsdamer Klimawoche und vor einem Jahr auch die Potsdamer Klimakonferenz mitgestaltet. Ich sehe es einfach als meine Verantwortung und eigentlich auch die Verantwortung von allen, dass für die neuen Generationen eben noch eine Welt da ist, die lebenswert ist. Die Klimawoche ist tatsächlich für mich ein Lernprozess. Also auch einen Lernprozess wahrzunehmen, wenn erstmal gar nicht so viele Leute zusammenkommen. Dass das trotzdem eine unglaublich tolle Qualität haben kann und uns auch schon weiterbringt, weil wir uns weiter vernetzen. Insofern war es ein tolles Erlebnis, mit vielen Leuten tiefer ins Gespräch zu kommen. Ja, das gibt mir einfach neue Ideen, das zeigt mir, dass es möglich ist, weiterzumachen. Dass wir auf jeden Fall eine zweite Potsdamer Klimawoche in Angriff nehmen. Ich sehe vor allem auch, dass Leute begeistert werden von Veranstaltungen. Ja, dann merkt man, man ist nicht allein. Und nicht allein sein ist das Allerwichtigste in der Krisenzeit. Sich nicht allein zu fühlen und eine Idee von Gemeinschaft zu entwickeln. Woran wir hier arbeiten, ist im Prinzip ein kultureller Wandel. Und wir wissen noch nicht, wie es tatsächlich geht, wie wir zu einer Kultur kommen des Spürens, dass ich in einem großen Zusammenhang mich befinde, den ich mitgestalten kann. Das geht sehr langsam. Aber ich glaube, es ist ein Schneeballprinzip. Wenn jeder sagt, okay, und ich bringe noch jemanden mit, dann geht es vielleicht sehr schnell. Wir kennen das Exponentialwachstum von Viren in letzter Zeit, aber es gibt auch ein exponentielles Wachstum beim Wir. Das ist meine Hoffnung.